Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die seit Tagen diskutierte Testpflicht für Reiserückkehrer wird aller Voraussicht nach am Sonntag in Kraft treten. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, soll demnach bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Test vorweisen, unabhängig davon, welches Verkehrsmittel benutzt wird. Für alle Urlauber gilt ab Sonntag die gleiche Regel bei der Rückkehr. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen können. In den meisten Fällen kann der negative Test bei der Einreise durch einen Impfnachweis ersetzt werden. Wenn Urlauber aber aus einem Virusvariantengebiet einreisen, ist der negative Test Pflicht. Was bislang nur für Flugreisende galt, ist ab Sonntag, den 1. August, die Regel für Auto-, Bus- und Bahnreisende. Die Bundespolizei wird stichprobenartig überprüfen, ob die negativen Tests vorliegen. Erleichterung in den Bundesländern. Wir haben nun mal im letzten Jahr keine gute Erfahrung gehabt mit Rückreisenden. Und so ein Test ist ehrlich gesagt kein großer Aufwand, den man machen kann. Und damit, warum soll man unterscheiden zwischen Flugreisen und anderen Rückkehrmöglichkeiten? Bei der Kabinettssitzung vor gut einer Woche konnten sich Union und SPD noch nicht auf eine rechtliche Grundlage einigen. Verwirrung, ob die erweiterte Testpflicht vor Ende der Sommerferien überhaupt noch kommt. Am Nachmittag haben sich Vertreter von Gesundheits-, Justiz- und Innenministerium auf eine rechtliche Grundlage geeinigt. Aber besser zu spät als gar nicht. Die FDP ist gegen die erweiterte Testpflicht. Viele Menschen werden jetzt überlegen, wenn sie noch keinen Urlaub gebucht haben, ob sie überhaupt das Land verlassen. Und auch diejenigen, die jetzt gerade schon im Urlaub sind, im Wohlverdienten, die werden natürlich gar nicht wissen, wie komme ich jetzt wieder zurück. Also eine Testpflicht verunsichert viele, viele Menschen und sorgt am Ende dafür, dass die Tourismusbranche einen weiteren Nackenschlag erfährt. Bis morgen müssen noch sämtliche Ministerien der Bundesregierung im Eilverfahren zustimmen. Das gilt als reine Formsache. Dann tritt eine Regel in Kraft, die in einem mühsamen Prozess zustande gekommen ist und ziemlich spät fertig wird, mitten in der Urlaubszeit. Und hier die Zahlen zur Infektionslage. Dem Robert-Koch-Institut wurden 3.142 Corona-Fälle gemeldet, rund 1.250 mehr als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 16. Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli gesunken. Hintergrund ist laut Bundesagentur für Arbeit der begonnene Aufholprozess nach dem Corona-Lockdown. Dieser überdecke den sonst üblichen Anstieg der Erwerbslosigkeit im Sommer. Insgesamt waren 2.590.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 24.000 weniger als im Juni und 320.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 5,6%. Die Pandemie beeinflusst auch die Inflation. Sie stieg erstmals seit 2008 auf über 3%. Laut Statistischem Bundesamt kosteten Waren und Dienstleistungen im Juli durchschnittlich 3,8% mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg begann Ende Dezember mit dem Auslaufen der befristeten Mehrwertsteuersenkung. Weitere Faktoren sind Nachholeffekte, beispielsweise durch Preisanhebungen in der Gastronomie und bei Dienstleistern sowie der gestiegene Ölpreis. Der Bundesgerichtshof hat Facebook klare Vorgaben gemacht für die Sperrung oder Löschung von Nutzerbeiträgen. Zwar dürfe das Netzwerk auch künftig gegen anstößige Inhalte wie Hassreden vorgehen, die jeweiligen Nutzer müssten jedoch zwingend vor einer drohenden Sperrung informiert werden und die Möglichkeit haben, sich zu äußern, so die Karlsruher Richter. Über die Entfernung eines Beitrags müsse zumindest nachträglich informiert werden. Der Ton in den sozialen Netzwerken ist oft rau. Auf Facebook äußerten sich zwei Nutzer 2018 abfällig über Migranten. Einer schrieb zum Beispiel: Deutsche Menschen werden kriminalisiert. Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert's. Auch wenn dieser Satz noch nicht gegen Strafgesetze verstieß, löschte ihn Facebook und sperrte den Nutzer. Begründung: ein Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards. Darin definiert das Unternehmen selbst, was man unter Hassrede versteht. Beide Nutzer klagten. Das Problem sei, dass private Personen, nicht nur Facebook, generell bestimmen, was ist also in unserem Staat noch rechtmäßig, was ist nicht mehr rechtmäßig, was ist der Schutz der Meinungsfreiheit. Das sollte also der Gesetzgeber bestimmen. Der Bundesgerichtshof entschied heute mit Verweis auf die Grundrechte von Facebook als Unternehmen,
dass die Beklagte grundsätzlich in Grenzen berechtigt ist, den Nutzern ihres Netzwerks die Einhaltung bestimmter Kommunikationsstandards vorzugeben. Auch dann, wenn diese Standards strenger seien als die Strafgesetze des Staates. Aber, so das Urteil, Facebook darf Kommentare nicht einfach so löschen und die Nutzer sperren. Weil es hier auch um das Grundrecht der freien Meinungsäußerung geht, müssten Nutzer immer Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Beim Löschen zumindest nachträglich, beim Sperren des Nutzerkontos sogar vorher. Über die Äußerungen im konkreten Fall hinaus geht es hier um eine wichtige Grundsatzfrage. Darf eine mächtige Plattform wie Facebook nach eigenen Regeln bestimmen, welche Aussagen sie löscht? Der Bundesgerichtshof hat abgewogen zwischen der Freiheit des Unternehmens und der Meinungsfreiheit der Nutzer. Das Ergebnis ist eine Art Mittelweg, ein Recht auf Anhörung der Betroffenen. Facebook und auch andere Plattformen werden ihre Regeln nun anpassen müssen. Nach der Explosion im Leverkusener Chempark sind 3 weitere Leichen aus den Trümmern geborgen worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 5. 2 Menschen werden noch vermisst. Seit heute Morgen untersuchen Brandermittler den Unglücksort. Am Dienstag hatten Tanks mit Lösungsmitteln nach einer Explosion Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. In den Hochwassergebieten kommen die Aufräumarbeiten voran. So soll in Bad Neuenahr bis Samstag eine Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks fertiggestellt werden. Neben der Wiederherstellung von Verkehrswegen und Energieversorgung wird auch daran gearbeitet, den Schulbetrieb zu ermöglichen, wenn in wenigen Wochen die Sommerferien enden. Allein in Rheinland-Pfalz wurden durch die Fluten 31 Schulen beschädigt. Betroffen sind etwa 7000 Schülerinnen und Schüler. Bis die Schulglocke hier wieder läutet, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die Realschule Plus in Ahrweiler bleibt auch nach dem Ende der Sommerferien geschlossen. Wie der Chemieraum ist das Gebäude nicht nutzbar. Das gilt auch für andere Schulen im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Die Bildungsministerin kündigt bei einem Besuch an, nach dem Ferienende müssten Schüler erst mal umverteilt werden. Wir haben schon für einzelne Schulen Lösungen gefunden, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler auf 2 verschiedene Schulen gehen können. Wir denken über Schichtbetrieb nach in den Schulen, die nicht beeinträchtigt sind. In den Unglücksregionen fehlt es vielerorts noch an Trinkwasser und Strom. Die Reparaturarbeiten an den Leitungen laufen. Hilfskräfte versorgen die Menschen so gut es geht. Angesichts der enormen Zerstörungen warnt der öffentliche Gesundheitsdienst, in den Flutregionen sei die medizinische Grundversorgung mangelhaft. Wegen schlechter hygienischer Zustände steige auch die Seuchengefahr. Es sind Chemikalien, es sind Müllberge, die sich aufhäufen. Es wird sicherlich auch zum Ungezieferbefall kommen in größerer Menge. Da muss man immer damit rechnen, dass sich Krankheitserreger verbreiten können. In Nordrhein-Westfalen ist die Luftwaffe im Einsatz. Eurofighter machen Aufnahmen mit Spezialkameras über der Erftregion. Die Fotos sollen dazu dienen, das Ausmaß der Schäden zu erfassen und die Aufräumarbeiten besser zu koordinieren. Die Menschheit hat für 2021 den sogenannten Erdüberlastungstag erreicht. Dieser markiert den Zeitpunkt, wenn alle natürlichen Ressourcen verbraucht sind, die innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Der Erdüberlastungstag lag 1970 noch Ende Dezember und verschiebt sich seitdem nach vorne. 2000 war er Ende September, dieses Jahr schon Ende Juli. Der übermäßige Verbrauch natürlicher Ressourcen hat auch Auswirkungen auf das Klima. Im brasilianischen Amazonasgebiet geht die Zerstörung weiter. 2020 wurden fast 11.000 Quadratkilometer Regenwald verbrannt oder abgeholzt, wieder mehr als im Vorjahr. Der Grund? Mehr Fläche für Lebensmittel und Viehfutter, auch für unseren Fleischkonsum. Dazu Landraub und illegaler Goldabbau. Diese Waldzerstörung ist verboten in Brasilien, doch die Regierung lässt sie geschehen, kritisieren Umweltschützer. Die brasilianische Regierung hat ihre Verpflichtung, den Urwald zu schützen, komplett aufgegeben. Niemand wird für irgendetwas bestraft. Den Polizisten, die illegale Waldvernichtung bekämpfen wollen, macht die Regierung das Leben schwer. Und den Kriminellen, die den Wald zerstören, macht sie es leichter. Wo der Urwald verschwindet, gibt es weniger Regen, belegen Studien, und noch mehr Bäume sterben ab.
Statt Treibhausgas zu binden, setzt der Wald es dann frei. Das heizt den Klimawandel weiter an und damit werden Extremregen wie zuletzt in Deutschland wahrscheinlicher, so Wissenschaftler. So zeigt sich der Klimawandel. Da ist so viel Energie in der Atmosphäre und den Ozeanen, die muss freigesetzt werden. Und das geht nicht schrittweise, sondern auf einen Schlag in Extremwettern. Nicht mehr verbrauchen, als die Natur liefern kann, sei längst nicht mehr genug, so die Meteorologen. Weil schon zu viel Treibhausgas in der Atmosphäre ist, müsse man viel mehr tun, soll der Klimawandel wenigstens abgemildert werden. An der türkischen Mittelmeerküste sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Auch beliebte Touristengegenden sind betroffen. In der Region Antalya kamen 3 Menschen ums Leben. Das Feuer war in einem Wald bei Manavgat ausgebrochen. Hitze und starke Winde beschleunigten die Ausbreitung. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In Marmaris wurden auch Hotels evakuiert. Es sind Bilder von Flammenmeeren, die heute die türkischen Nachrichten beherrschen. Fast alle Mittelmeerprovinzen des Landes werden seit gestern von heftigen Bränden heimgesucht, mehr als 50 an der Zahl. Viele sollen zwar inzwischen unter Kontrolle sein, aber es entstehen auch neue. An die 4000 Rettungskräfte sind im Einsatz. Flugzeuge und Hubschrauber löschen aus der Luft. In der weiteren Umgebung von Antalya werden 18 Dörfer und Teile der Stadt Manavgat evakuiert. 16 weitere in den angrenzenden Provinzen Adana und Mersin. Feuerwehrkräfte aus dem ganzen Land wurden zusammengezogen. Sie berichten von regelrechten Feuersbrünsten. Immer wieder sollen verzweifelte Betroffene aus Angst um ihr Eigentum den Anweisungen der Helfer nicht Folge leisten. Wie ich nur immer wieder betonen kann, beachten Sie die Warnungen und Weisungen der Behördenvertreter. Lassen Sie, wenn nötig, Ihr Haus zurück. Besitz ist sicher wertvoll, aber eben nicht so wertvoll wie Ihr Leben. Hitze, Trockenheit und Starkwinde zusammen gelten als ursächlich für die extreme Häufung von Bränden in diesen Tagen. Bei mehreren Großfeuern aber besteht auch der Verdacht auf Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diese Richtung. Vor wenigen Stunden, auch unmittelbar bei der Touristenhochburg Marmaris, schlagen Flammen hoch. Hotels werden vorsorglich und in aller Eile geräumt. Kurz darauf brennt am Urlaubsort Bodrum ein Hotel. Die Feuer, sie drohen jetzt auch dem türkischen Tourismus zu schaden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben deutsche Sportlerinnen und Sportler 3 weitere Medaillen gewonnen. Die Ruderer Jonathan Rommelmann und Jason Osborne holten Silber im Doppelzweier. Dazu kamen noch Bronzemedaillen im Kanuslalom und im Judo. Mit 3-mal Gold, 3-mal Silber und 7-mal Bronze liegt das deutsche Team nach der ersten Olympischen Woche auf Rang 9 im Medaillenspiegel. Ein perfektes Team. Jonathan Rommelmann und Jason Osborne konnten sich gegenseitig gratulieren. Mit dem Leichtgewichtsdoppelzweier gelang den beiden das Rennen ihres bisherigen Ruderlebens. Auf dem letzten Teil der windigen 2000-Meter-Strecke mussten sie nur die Favorisierten ihren vorbeiziehen lassen. Der Rückstand im Ziel eine halbe Bootslänge. Gold für Irland, Silber für die erschöpften, glücklichen Deutschen. Ein erfolgreicher Wasserkampf gelang auch Kanutin Andrea Herzog im Kanadier Einer. Die 21-jährige Leipzigerin blieb im Stangenlabyrinth im Wildwasser nur einmal leicht hängen. Die Belohnung? Bronze für Andrea Herzog. Das deutsche Judoka-Team feierte Anna-Maria Wagner für Bronze. In der Klasse bis 78 Kilogramm besiegte die 25-jährige Ravensburgerin ihre kubanische Gegnerin knapp. Ein hart umkämpftes Duell, das mit Bronze für Wagner endete. Der deutsche Radsportfunktionär Patrick Moster muss die Olympischen Spiele nun doch verlassen. Wegen seiner rassistischen Anfeuerungsrufe gestern hat ihn auch der Radsportweltverband bis auf Weiteres suspendiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 30. Juli. Der Westen und Süden haben es morgen im Laufe des Tages mit einem Tief zu tun, das sich nähert. Die Nacht verläuft vielerorts sternklar. Nördlich des Nordostseekanals fallen immer wieder Schauer. Am Tag ist es freundlich oder sonnig, vor allem im Süden windig. Dazu im Norden und Westen zeitweise Schauer oder Gewitter. Ganz im Süden steigt gegen Abend das Unwetterrisiko. In der Nacht 16 bis 7 Grad, am Tag 20 Grad in Nordfriesland, 30 Grad in Niederbayern.
Am Samstag im Norden und Nordwesten wechselhaftes Wetter mit Sturmböen an den Küsten, auch südlich der Donau Schauer und Gewitter. Dazwischen ist es freundlicher. Am Sonntag im Südosten teilweise ergiebige Regenfälle mit den größten Regenmengen in den Alpen. Auch sonst ist es wechselhaft. Durchwachsen auch der Montag mit den meisten Schauern in der Mitte. Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Stressfaktor Testpflicht für Urlauber. Fragen von Helge Fuest an SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Und nur noch geimpft ins Büro. Google und Facebook verhängen Impfpflicht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.